eine Gedenkfeier anlässlich des 81. Jahrestags der Reichspogromnacht. Der Tag, an dem die Novemberpogrome ihren Höhepunkt finden und die Auslebung des öffentlichen und privaten jüdischen Lebens in ganz Deutschland massiv eingeschränkt wird. Es war der Auftakt zu einer neuen Dimension von Diskriminierung und Verfolgung. In Rottweil, wie auch in anderen Städten, gedenkt man den Opfern des nationalsozialistischen Terrors. Der Grundriss des Lebens und der Politik im Dritten Reich ist allgemein geläufig. Der Geschichtsunterricht bietet einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse der NS-Zeit. Doch was wissen wir über den Nationalsozialismus vor Ort? Also über den Nationalsozialismus lernt man ja so die grundlegenden Sachen im Unterricht. Aber mit dem, was in Rottweil passiert ist, habe ich eher später was mitgekriegt, als ich eine GFS über BDM gemacht habe. Und da ist mir halt aufgefallen, dass in den Zeitungen eben dann auch Meldungen so aus der Umgebung waren, was mich zuerst halt erschreckt hat, aber eigentlich ja total logisch ist, weil es ja überall passiert ist wegen der Gleichschaltung. Insgesamt weiß ich schon ein bisschen was über den Nationalsozialismus von Geschichtsunterricht und so, aber so konkret auf lokaler Ebene, so wie es in Rottweil war, davon hat man eigentlich echt wenig Ahnung und es wäre total interessant, mal da ein bisschen konkrete Beispiele zu bekommen. Die einzigen Sachen, die ich halt weiß, sind, dass gegenüber vom Rudis in dem Gebäude, dass da von der NS, glaube ich, Treffen stattgefunden haben. Und beim Edeka-Spielplatz drüben ein Stein mit jüdischen Namen draufstehen von wahrscheinlich Opfern. Was mich dann auch natürlich interessieren würde, was genau da eigentlich von Hintergrund dabei ist, was mit den Juden hier in Rottweil passiert ist. Also im Fernsehen sieht man ja immer die Bilder von den zerbombten Städten und ich frage mich halt, wie es dann in Rottweil ausgesehen hat, weil ja noch ziemlich alte Sachen wie zum Beispiel das Schwarze Tor noch stehen. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist so in den Schulen oder in dem Gymnasium wurde da auch dann so die NS-Ideologie verbreitet oder wie war das, wie wurden die Schüler da unterrichtet? Ich habe auch ehrlich gesagt eigentlich gar keine Ahnung, was hier in Rottweil alles passiert ist. Dementsprechend wäre es auch eigentlich interessant zu wissen, wie Rottweil denn im Zweiten Weltkrieg involviert war und was für eine Rolle das alles gespielt hat hier in Rottweil zentral. Die Geschichte der Rottweiler NSDAP beginnt vergleichsweise früh in der Hauptstraße 57. Mit der Wiederzulassung der Partei 1925 wird das damalige Gasthaus zum Pflug, zum Versammlungs- und Gründungsort der nationalsozialistischen Bewegung in Rottweil. Unter der Führung von Paul und Sophie Häusler avanciert sich das Gasthaus 1929 zum offiziellen NS-Lokal, wo es später zur Etablierung zahlreicher örtlicher Organisationen kommt. 1930 die SA und 1931 der NS-Schülerbund, welcher später in der Hitlerjugend aufgeht. Auch der BDM nutzt das Gasthaus für seine Heimabende. Hier verkehrt der Nationalsozialist. So bewirbt Paul Häusler den Pflug anlässlich des NSDAP-Kreistages 1935 in Rottweil. '90 wird Paul Häusler in Rottweil als eines von vier Kindern geboren. Der war Absolvent vom Albertus-Magnus-Gymnasium, hat angefangen Altphilologie studieren, ist dann in den Krieg gekommen, hat den offenbar als sehr demütigend empfunden, weil man verloren hat, ist noch aus dem Krieg raus, nicht mehr ins Berufsleben reingekommen und hat die Wirtschaft angefangen. Pflug in der Unteren Hauptstraße, gegenüber vom Spital. Aber er war natürlich nicht nur Wirt, sondern er war einer der treibenden Leute von der NSDAP in Rottweil, also auch von der Gründergeneration. Und ich würde sagen, mit fortschreitender Zeit hat er sich immer mehr radikalisiert.
So wird Häusler 1930 Mitglied der NSDAP und Anführer des Rottweiler SA-Sturms. Ein Jahr später wird er in die SS aufgenommen und führt schon Ende 1931 den Rottweiler SS-Trupp, der zu dieser Zeit 10 Männer umfasst. Auch sein Gasthaus spielt im nationalen Leben der Rottweiler eine wichtige Rolle. So heißt es am 23. November 1940 in der NS-Volkszeitung anlässlich des 15-jährigen Bestehens der NSDAP-Ortsgruppe: Ein anderer Kreis waren Anhänger Stresemanns, die zum Teil auch im Flug dem nationalen Lokal unseres Parteigenossen Häusler verkehrten. Wie überhaupt hier festgehalten werden muss, dass diese Familie immer ein Stützpunkt nationaler Kreise mit ihrem Lokal war. Auch der Frontkämpferbund, der damals einen großen Teil der nationaldenkenden Soldaten umfasste, verkehrte dort. Die Anhänger General Ludendorffs hatten ihren Treffpunkt ebenfalls im Pflug. Und im großen Wahlkampf des Juli 1932 wurden an einem Sonntag 300 SA-Leute von der NS-Frauenschaft, 26 Frauen, im Pflug verpflegt. Die Funktionen des Lokals gingen weit über die eines gewöhnlichen Gasthauses. Immer wenn sie noch zurückgekommen sind von einer Schlägerei in Dägerloch oder in Ebingen, da sind sie natürlich in ihre Wirtshaus gegangen. Das war noch wie ein Verein, Schlägerverein mit nationalem Anstrich. Aktive Belästigungen und Eskalationen durch die NSDAP waren keine Seltenheit. So wurden bei einer Versammlung der Deutschen Staatspartei mit Theodor Heuss im Sonnensaal Redner unterbrochen und der Saal lautstark durch das Horst-Wessel-Lied gestört. Die Einschüchterungsversuche zeigten Resultate. Teilweise traute sich das Zentrum nicht mehr, öffentliche Versammlungen einzuberufen. Die zwar kleine, aber radikale und aggressive Gruppierung stieß in Rottweil auf wenig Widerstand. Im Gegenteil, die Rottweiler Justiz verbot eine Woche vor den Märzwahlen zum Reichstag 1933 sogenannte Kundgebungen gegen den Faschismus. Außerdem wurde am Abend vor der Wahl ein von den Nazis und dem Stahlhelm organisierter Fackelzug zum Friedrichsplatz veranstaltet. Stadtkapelle und Polizeischutz inklusive. Insgesamt war es in Südwestdeutschland eben so, dass die Justiz mit ihren Vertretern vergleichsweise stark national eingestellt gewesen ist. Und von daher war es nur ein kleiner Schritt, um zu sagen, so wie bei Münchner Adolf-Hitler-Prozess und so weiter, ja, die Rechte, die haben ja nur beste Intentionen, die leiden unter der Schmach von 1918 und die wollen Deutschland zu alter Größe zurückführen, das ist doch großartig. Trotz oder gerade wegen des präsenten Wahlkampfs der NSDAP schnitt die Partei in den letzten freien Reichstagswahlen vergleichsweise schlecht ab. Sie erhielt nur rund 1700 Stimmen, etwa die Hälfte der Stimmen für die Zentrumspartei. Auch die insgesamt ca. 900 Stimmen für KPD, SPD und DDP können wohl als Stimmen gegen Hitler und die Nazis bewertet werden. Im gesamten Kreis Rottweil sicherten sich diese aber eine knappe Mehrheit vor dem Zentrum. Gewinnen konnten die Nationalsozialisten hier vor allem, weil neben den alten Hochburgen der Partei wie Zepfenhahn oder Flözlingen auch Schönberg und Schwenningen an die Nazis fielen. Und wie erklärt man sich, dass die NSDAP in ganz Deutschland waren es, glaube ich, 44%. Genau. Und in Rottweil, weiß ich gerade gar nicht genau, aber deutlich weniger. So 15, sowas in die Richtung. Wie erklärt man sich das, dass es in Rottweil... Durch die starke Bindung an die katholische Kirche, konfessionell, das hat schon eine Rolle gespielt. Und das Zweite, dass in der national empfindenden Bürgerschaft doch noch viel Leute gesagt haben, die NSDAP, das sind doch Proleten, denen sich dann doch noch... den er eher deutschnational quält. So unbeeindruckt sich die Rottweiler den Nationalsozialisten gegenüber zunächst zeigten, so schnell breitete sich eine gewisse Begeisterung dem Regime gegenüber aus. Nicht zwei Monate nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler wurde die Hauptstraße zur Adolf-Hitler-Straße, die Anlagen des Stadtgrabens zum Adolf-Hitler-Platz und diverse Straßen bekamen Namen wie Ludendorff- oder Hindenburgstraße. Freudig wurden auch sogenannte Hitler-Eichen gespendet und an Schulen gepflanzt.
Auch durfte ab Mitte März ein Bild Hitlers im Ratssaal des Gemeinderats nicht fehlen. Die Mitgliedsanträge für die Rottweiler SA explodierten förmlich, sodass für SA und SS im Juni 1933 ein Aufnahmeverbot verhängt werden musste. Innerhalb von nur wenigen Wochen war die Mitgliederzahl von einigen Dutzend auf knapp 600 gewachsen. Die Stadtkapelle erklärte sich freiwillig zur SS-Kapelle, eine selbstkomponierte Hitler-Fanfare inklusive. Der damalige Bürgermeister Josef Aprell, ein Zentrumsmann, erkannte den Wink mit dem Zaunpfahl, nahm an Fackelmärschen teil, erklärte sich glücklich über das begonnene Werk der nationalen Erhebung und ließ Anfang Mai schließlich von sich verlauten, der NSDAP beigetreten zu sein. Anderen Gemeinderatsabgeordneten wurde die Niederlegung ihres Mandats nahegelegt, wobei man subtil auf Stärke von SA, SS und dem neu entstandenen Konzentrationslager in Städten am Kalten Markt verwies. Auch bei den Verhaftungen in das sogenannte Schutzhaftlager Heuberg konnte man auf die tatkräftige Unterstützung des Pflugwirts Paul Häusler zählen. In dem Lager wurden zwischen dem 20. März und November 1933 zeitweise mehr als 2000 Kommunisten und Sozialdemokraten festgehalten und unter unmenschlicher Behandlung und Demütigung zum Stillschweigen verpflichtet. Ein Rottweiler, der war da drin, war harmlose Verkäufer von Metzgereiartikel, also Würsthäut und so weiter. Dann hat er bei Rotterburg im Wirtshaus, ist er am Tisch gesessen und da haben sie debattiert über den Reichstagsbrand. Und dann hat er gesagt, nichts ungefähr, nichts Genaues weiß man halt nicht. Das hat gelangt, dass er zweites Mal nach Städte am Kalten Markt aufgegangen ist. Und in demokratischen Zeiten hat man gesagt, ja, das sei freie Meinungsäußerung. Mhm. Der sieht es halt so, ja. Das war nicht mehr so. Gemessen an dem hohen Maß an Einschüchterung und propagandistischer Beeinflussung ist es kein Wunder, dass sich bei einer Volksbefragung im November 1933 zur Politik der Nationalsozialisten ein Sinneswandel feststellen lässt. Wo im März die NSDAP noch eine Niederlage einstecken musste, stimmten knappe 8 Monate später nur noch 126 Rottweiler gegen Hitlers Politik. Aber nicht nur die Verbreitung von Angst und Schrecken führten in kürzester Zeit zu der vermeintlichen Meinungsänderung der Rottweiler Bürger. Die ab 1933 stattfindenden Feiern, Umzüge und Kundgebungen sollten den Nationalsozialismus so feierlich wie möglich in Szene setzen. So wurde der 1. Mai als nationaler Feiertag mit einem Festzug auf dem Friedrichsplatz zelebriert. Der Maibaum natürlich aufgestellt von HJ und BDM. Auch Hitlers 50. Geburtstag wurde mit Festschmuck und Führerbildern in der ganzen Stadt gefeiert. Außer dem Gasthaus Pflug zeigten auch andere Gaststätten ihre nationale Überzeugung. In der Liederhalle wurden Führerreden übertragen und Vorträge der NSDAP gehalten. Hier wurde auch 1933 mit allen NS-Organisationen in Rottweil die Eröffnung des neuen Reichstags gefeiert. Die zentralste Funktion im nationalsozialistischen Freizeit- und Kulturangebot spielte die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude. Sie organisierte Ausfahrten, Musikveranstaltungen, Theater- und Filmvorführungen. Mit knapp 450 Besucherplätzen eignete sich hierfür das Lichtspielhaus in der Bahnhofstraße als Mittel zur Propagandaverbreitung. Hier wurden schon Anfang 1933 sogenannte Großtonfilme der nationalen Erhebung wie Blutendes Deutschland gezeigt, welche angebliche heroische Momente der deutschen Geschichte thematisieren. Auch Sportereignisse stehen im Zeichen des Regimes. Fußball unter dem Hakenkreuz und Hitlergruß vor dem Spielbeginn. Die Ideologie integrierte sich bis in die letzten Teile des Alltags und der Freizeitgestaltung. Das in den folgenden Jahren auftretende Phänomen des Wirtschaftsaufschwungs erfasste auch die Rottweiler Industrie und prägte die neue nationalsozialistische Überzeugung der Rottweiler nachhaltig. Das Werk der IG Farben im Neckartal spielt dabei eine wichtige Rolle. Ab 1935 nimmt die ehemalige Pulverfabrik, die seit 1918 kein Militärpulver mehr produziert und es durch die Kunstseideherstellung zu einer Monopolstellung in Württemberg gebracht hatte, dessen Herstellung wieder auf.
Für die Arbeiter der IG Farben wurde die Siedlung auf der Brücke gebaut. Zwischen 1936 und 1938 entstanden 60 Wohnhäuser, Arbeitsplätze wurden geschaffen und Arbeitslosigkeit reduziert. Auch mit anderen Großbauprojekten wie dem Bahnausbau am 1934 konnte im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms der Nationalsozialisten die Arbeitslosenzahl Schritt für Schritt zurückgedrängt werden. 1935 war nur noch 1,1% der Bevölkerung arbeitslos. Im Vergleich zu 1932 viermal weniger. Die NSDAP hat es noch auf ihre Fahne geschrieben und ist voll natürlich bereit gewesen, in der Staatsbankrott zu laufen, was ja auch im Grunde nachher für den Krieg gewesen ist. Und die hat dann gesagt, ja klar, da machen wir was, da machen wir was. Mhm. Und wie gesagt, wie wir vorher gesagt haben, Adolf und seine Vertreter haben ja gesagt, deutsche Arbeiter als Werk, Punkt. So. Mit der Gründung der Deutschen Arbeiterfront wurden die Arbeitnehmer total in die Zwangsorganisation vereinnahmt. Das ist die Aufbauarbeit des Führers. Und wer den Frieden will, stimme für Adolf Hitler. Mit diesen Sätzen wurde 1936 in Rottweil Propaganda zur vermeintlich freien Reichstagswahl gemacht. Es handelte sich damit um eine Scheinwahl. Das Ergebnis stand bereits von vornherein fest. Als Referenzen bedienten sich die Nationalsozialisten hauptsächlich an den baulichen Errungenschaften der Vorjahre. So entstand 1935 die neue Dietrich-Eckert-Oberschule, das heutige Albertus-Magnus-Gymnasium. Doch nicht nur der Bau des heutigen AMGs war Teil des Plans zur Umstrukturierung der Erziehung und Bildung. Ganz nach ihrem Motto, wer die Jugend hat, hat die Zukunft, fing diese schon im Kindergarten mit den sogenannten deutschen Schwestern an. Die deutschen Schwestern haben als Morgengruß propagiert, so wie im katholischen Kindergarten ein Stiegmorgengebet gemacht wird, ein Gebet, das hat geheißen, Händchen falten, Köpfchen senken und an Adolf Hitler denken, der uns gibt das täglich Brot und uns führt aus aller Not. So, jetzt wenn du das ab 4 Jahren bis 7 Jahren bis in die Schule kommst, so hörst und nachher in der Grundschule, da laufst du noch hinterm Fähnle drei, hast schon ein braunes Hemd leer und darfst noch singen, unsere Fahne flattert uns voran. Also da ist es natürlich, gerade für die junge Generation, nicht so leicht gewesen, dem Ganzen auszuweichen. Weiter ging die Indoktrination in den Grundschulen, die ab 1936 zu einer deutschen Volksschule zusammengefasst wurden. Neben der Schule spielten in der Verbreitung der NS-Ideologie natürlich auch die Jugendorganisation der NSDAP eine große Rolle. Den Sitz in der Villa Duttenhofer teilte sich die HJ und der BDM unter anderem mit der SA, der SS und dem NSKK Motorsturm. Vor allem die HJ konnte in Rottweil nach der Machtübernahme hauptsächlich durch Eingliederungen anderer Jugendverbände an Relevanz gewinnen. Bereits im September wurde die evangelische Jugend nicht ganz unfreiwillig eingegliedert. Diese Eingliederung wurde auch am 20. September 1933 in der NS-Volkszeitung thematisiert. Wir begrüßen es jedenfalls auch unsererseits, dass die evangelische Jugend den Weg in die HJ gefunden hat. Zur Weigerung der katholischen Kirche, die Jugendorganisationen zu fusionieren, schreibt sie fast passiv-aggressiv: Sie sollten ihre Mitglieder für die HJ freigeben und sie auf das rein religiöse Gebiet beschränken. Doch diese weigerten sich weiterhin und wurden dafür von der HJ im Lied »Katholische Jugend erwache« mit folgenden Versen bedacht. Die Schwarzen sind Verführer, für Deutschland kämpfen sie nicht. Sie kämpfen für Rom und den Geldsack, sie lügen euch frech ins Gesicht. Schwarze und feige Spießer, das ist die Reaktion. Ein Strick für die Vaterlandsverräter gibt ihnen kein Pardon. Die katholische Kirche in Rottweil wurde von den Nationalsozialisten fortlaufend als Feind des Regimes betrachtet und ihr Handlungsbereich dementsprechend weiträumig eingeschränkt. So wurden Ordensschwestern schnell aus den Grundschulen und schließlich auch aus den Kindergärten vertrieben. Ein Versuch, einen eigenen konfessionellen Kindergarten zu gründen, wurde sofort von Bürgermeister Abrell und der Polizei unterbunden.
Zudem wurde das Gemeindeleben zusehends eingeschränkt und von der Gestapo streng überwacht. 1940 und 1941 wurde die in Rottweil normalerweise stark zelebrierte Frontleichnamsprozession endgültig verboten, nachdem sie in den Jahren zuvor schon aus der Innenstadt verbannt gewesen war. Das NS-Regime zeigte seine Missbilligung der Kirche landesweit durch die Streichung kirchlicher Feiertage. In Rottweil gipfelte sie wohl in der Entfernung der Madonna auf der Hochbrücke und der Demontage der Kirchenglocken zur Munitionsherstellung. Schritte zur Errichtung eines Führer- und Staatskults. Zeitgleich zum sogenannten Kirchenkampf war in erster Linie die Gesinnungsbildung Ziel der nationalsozialistischen Einflussnahme. In Rottweil sorgte die Dietrich-Eckart-Oberschule für die konsequente Integrierung ideologischer Inhalte, nicht immer zum Missfallen der Schüler. Die sind manipuliert worden und haben das toll gefunden, wenn man statt Unterricht noch ins Eschachtal rausgelaufen ist und hat da Splittergräber gebaut oder solche Kampfspiele haben sie noch immer gemacht und so ein Zeug. Und natürlich im Biologieunterricht ist selbstverständlich Rassenkunde groß angegeben worden. Da hat man auch die verschiedenen arischen Typen da taxiert und guckt, wer eine jüdische Nase hat und dort, wo der Schleifenwinkel nicht so ganz stimmt. Und so Zeug sind sie da schon gemacht. Der Namensgeber der Schule, Dietrich Eckart, zählte zu den wichtigsten geistigen Mitbegründern der NSDAP. Sein fanatischer Patriotismus und sein radikaler Antisemitismus machten Eckart zu einem der bedeutendsten Ideengeber Hitlers und bescherten ihm auch eine Widmung in der zweiten Ausgabe von Mein Kampf. In der Oberschule gedachte man ihm mit einem Granitrelief an der Wand des Foyers gegenüber dem Eingang. 50 Jahre lang blieb das Relief hinter einer Plakatwand versteckt. Der Grund für diese Verhüllung weiß niemand. Erst 1995 wurde das halbe Tonne schwere Relief aufwendig aus der Wand herausgelöst und in das Stadtmuseum gebracht. Bei der Beseitigung fiel ein Loch über dem Ohr Eckarts auf, welches sich mit dem Einschlag einer Gewehrkugel bei dem Franzoseneinmarsch 1945 erklären lässt. Ganz im Sinne des Regimes kam es auch zu weiteren Gestaltungen im Innen- sowie Außenbereich der Schule. Den Festsaal zierte ein Hakenkreuzbanner inklusive Hitlerbüste, und im Klassenzimmer durfte ein Bild des Führers nicht fehlen. Einige Verzierungen haben bis heute ihre Spuren hinterlassen. Das Hakenkreuz vor dem Eingang, auf welchem eine Steinskulptur des Reichsadlers saß, lässt sich noch heute in den übrig gebliebenen kreisförmigen Rillen erahnen. Die Inschriften auf den Säulen im Innenhof sollen an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten erinnern. Nicht nur durch die visuellen Elemente wurden die Schüler auf Krieg und Kampf vorbereitet. Der Militarismus wurde disziplinarisch in den Schulalltag integriert. Es gab natürlich Appelle, wo man marschieren musste. Man musste die Hand heben und den Hitlergruß ausdrücken. Das musste man schon tun. Die Erziehungspolitik sah des Weiteren eine spezielle Förderung für Schüler, die dem nationalsozialistischen Optimalbild entsprachen, vor. Ihnen wurde eine Schulausbildung an neu gegründeten Eliteinternaten, sogenannten nationalpolitischen Erziehungsanstalten, meist NAPOLA bezeichnet, ermöglicht. Eine von nur 40 reichsweit hatte ihren Standort in Rottweil, im ehemaligen Lehrerseminar, wo heute das Polizeigebäude zu finden ist. Dort wurden die Jungmannen zu unerschütterlicher Treue gegenüber Volk, Reich und Führer erzogen, auf das sie die kommende deutsche Führungsschicht ausmachten. Die Schulen waren außergewöhnlich gut ausgestattet, der Unterricht noch stärker militärisch geprägt als der der anderen Schulen. Zum normalen Schulalltag gehörten Lehrstunden im Schießen, in der Bedienung von Feldtelefon, selbst Motor- und Segelflugeinheiten waren keine Seltenheit. Jedoch durften diese besondere Form der Bildung nur ein kleiner Teil der Bevölkerung genießen, meist Söhne von den regional führenden Personen in der NSDAP.
Hauptanforderung war allerdings, neben einer körperlichen und ideologischen Eignung, die arische Abstammung. Verpflichtend war ebenfalls eine Mitgliedschaft in der HJ bzw. dem Jungvolk im jüngeren Alter, in denen sie meist Führungspositionen zugewiesen bekamen. Speziell die älteren Schüler übernahmen häufig die Führung bei den Geländespielen und Ausfahrten, aus denen der HJ-Dienst hauptsächlich bestand. Auch in den sogenannten Heimabenden im Gasthaus Pflug wurde die in der Napolor erworbene Ideologie gefestigt und verbreitet. Das enorme Potenzial der Presse erkannten die Nationalsozialisten schnell. Das damals wichtigste Medium zur politischen Meinungsbildung wurde auch in Rottweil zur Verbreitung von Ideologie und Errungenschaften des Hitlerregimes ausgenutzt. Vor der nationalsozialistischen Machtergreifung wurden in Rottweil zwei Tageszeitungen herausgegeben. Der Schwarzwälder Volksfreund als Organ der Zentrumspartei und der in liberalen, jüdischen Besitz befindlichen Schwarzwälder Bürgerzeitung des Rothschilds Verlags am Friedrichsplatz. Schon vor dem Ende der Bürgerzeitung 1934 musste die Familie Rothschild in Rottweil weitreichende Einschränkungen im Vereinsleben erfahren. Auf den Verlust der sonst sehr aktiven und engagierten Mitglieder des Schwäbischen Albvereins und des Schwarzwaldvereins reagierten die Rottweiler Vorstände nur sehr notgedrungen. Und das ist noch so gelaufen, dass man in der Ausschuss noch überlegt und beraten hat und gesagt hat, der Rothschild, jetzt hat er immer so viel geschafft und für uns da und so weiter. Ja, jetzt was machen wir? Und hat man zum Vorstand gesagt, geh du vorbei und sag ihm, er kann leider nicht mehr kommen. Wir haben kein Verständnis dafür, bringst du ihm eine Flasche Wein mit wenigstens. Und so weiter. So ist das abgelaufen. Doch auch die noch verbliebenen Sympathien zeigten sich bald nicht mehr öffentlich. Ausgrenzungen wurden Alltag. Selbst die Kinder von Verlagsleiter Ernst Rothschild blieben dabei nicht verschont. My father saw his uncle changed and his family changed. And it had been a difficult time up until then for him and his sister, as the other kids stopped playing with him. And it became a very difficult life for him as a child growing up in Rottweil. At one time being a very popular kid, having a good childhood, to things being very difficult. Durch das NS-Schriftleitergesetz, welches alle Journalisten zwang, sich neu registrieren zu lassen, um jüdische und unliebsame Journalisten auszusortieren, war die Verlegertätigkeit für Ernst und Wilhelm Rothschild unmöglich geworden. Trotz Zuspruch in vielen Leserbriefen blieb nichts anderes übrig, als der neuen NS-Volkszeitung Platz zu machen und sich mit der letzten Ausgabe von den Mitarbeitern und Lesern zu verabschieden. Auch der Schwarzwälder Volksfreund wurde 1935 von dem NS-Blatt geschluckt. Als letzte Instanz gegen die primitiv antisemitische Vorgehensweise der Nationalsozialisten sah sich Ernst Rothschild 1937 gezwungen, mit seiner Familie in die USA zu fliehen, seinen Namen zu ändern und ein neues Leben zu starten. I think you can imagine if your family for many generations had lived in a particular place, that they were a well-to-do and respected family, and they had to basically start again from scratch, leave everything that they had. That process is obviously very difficult. And I remember when I was young, my father working 6 days a week, sometimes seven. So starting a new business and a new life was challenging, but they did it. Zu den erfolgreichsten Schuhhändlern Rottweils gehörte das Schuhgeschäft Oko. Selig Oko war zuerst 1919 aus Litauen nach Rottweil zugewandert, schaffte es aber schnell durch gute Beziehungen und viel Fleiß eine Führungsposition im Rottweiler Schuhhandel aufzubauen. Er und viele der anderen der knapp 100 jüdischen Bürger waren in Rottweil durchaus angesehen, wenn nicht sogar beliebt. Das erkannten auch die für Rottweil zuständigen NS-Funktionäre. Einer stellte fest, Rottweil habe in der Einstellung zu den Juden umlernen müssen. Dies gelang den Nationalsozialisten scheinbar jedoch sehr schnell. Oko, der nicht in der Schuhmacherinnung vertreten war, da er sich selbst als Händler bezeichnete, hatte unter den Schuhmachern nicht das höchste Ansehen und war, auch gerade deswegen, noch nicht vom Gemeinderat eingebürgert worden.
Der demnach staatenlose Oko stellte ein einfaches Ziel für die Nationalsozialisten dar. Die Schuhmacher erkannten schnell die Gunst der Stunde und ergriffen die Gelegenheit, sich die unliebsame Konkurrenz vom Hals zu schaffen. So stellte die Innung bereits im Sommer 1933 einen Antrag auf die Ausweisung Okos. Wenig später, am 29. Juli, organisierte dieselbige eine Protestaktion gegen die Ramschware Okos, die die hiesigen Handwerker nahezu an den Rand gebracht habe, so der Schwarzwälder Volksfreund. Diese eskaliert offiziell auf Provokation von Aktivisten, die Polizei wird gerufen, Okos Laden geschlossen, er selbst in Schutzhaft genommen. Den Bestand und das Geschäft übernehmen Eugen Kramer und Stefan Villinger. Letzterer hatte zur Protestaktion aufgerufen. Im Oktober wandert Selig Oko mit seiner Familie nach Palästina aus. 1975 beschreibt sein Sohn Sam in einem Brief Weihnachten 1932 in Rottweil als die Ruhe vor dem Sturm. Als ein ruhiges, friedliches, ja heiliges Fest. Ein Fest, an dem die Familie Oko noch Teil der Stadtgemeinschaft war. Weihnachten 1933 verbrachte sie schon in Bethlehem, Palästina. Die Schicksale der Familie Rothschild und der Familie Oko sind keine Ausnahmen. Das Vorhaben der Arisierung der Rottweiler Geschäftswelt und Gesellschaft wurde auch in den folgenden Jahren konsequent verfolgt. Von den knapp 100 Rottweiler Juden verließen bis Ende 1937 zwei Drittel ihrer Heimat, meist Richtung USA, Palästina oder größeren deutschen Städten. Die Verbliebenen mussten verschärft die staatlich gelenkte Verfolgung, Vertreibung und Diskriminierung erleiden, welche auch in Rottweil am 9. November 1938 in der Reichspogromnacht gipfelten. Die in der NS-Volkszeitung proklamierte gerechte Vergeltung lief nicht ungesehen an den Rottweiler Bürgern vorbei. Man hat zugeschaut. Ich selber habe als Junge mit 5 Jahren auch zugeschaut und habe mir das angeschaut, was da passiert ist. Es war einerseits, war die Feuerwehr alarmiert, stand bereit für irgendwelche Vorfälle. Andererseits hat man im Betsaal, es gab keine Synagoge in Rottweil, im Betsaal hat man natürlich Verwüstungen angerichtet und hat dann vor dem Haus etwas in Flammen gesetzt. Nach meiner Meinung nach war es ein Buch. Jemand anderer hat ausgesagt, dort seien auch noch Gegenstände aus dem Betsaal verbrannt worden. An den Verwüstungen sind mehrere SA- und SS-Funktionäre beteiligt. Ihr Anführer ist kein geringerer als Paul Häusler. Durch die Bewohnung im Stock über dem Betsaal und aus Rücksicht auf die Nachbargebäude hielten sich die Schäden im Vergleich zu Hechingen oder Tübingen, wo die Synagogen bis zur Unkenntlichkeit zerstört und niedergebrannt wurden, in Grenzen. '81 Jahre später wird im Festsaal des bischöflichen Konvikts den Opfern der Novemberpogrome gedacht und an die Schicksale der jüdischen Bürger erinnert. Eine Gruppe von Schülern und Lehrern des Droste-Hülshoff-Gymnasiums setzen sich mit Theaterszenen über die Geschichte von Erich Sander, dessen Eltern 1942 in den Konzentrationslagern Ravensbrück und Neuengamme ermordet werden, auseinander. Abschließend wird an dem Platz, an dem 1938 Bücher und Kultgegenstände in Flammen aufgingen, mit einem Kaddisch, einem Totengebet, von Josip Svobodin von der jüdischen Gemeinde und einem Schlussgebet von Pfarrerin Esther Kuhn-Lutz den Opfern des NS-Terrors gedacht. Die Gedenkveranstaltung 2019 stand vor dem Hintergrund des Anschlags von Halle einen Monat zuvor, als ein Rechtsextremist mit Waffengewalt versuchte, in die Synagoge einzudringen. Die Veranstaltung der Rottweiler Reihe Religionen konnte aus diesem Grund nicht in der Rottweiler Synagoge stattfinden. Es wurde einmal mehr gezeigt, dass rechtsextremistische Straftaten keine Einzelfälle sind. Die statistischen Aufzeichnungen des Bundesministeriums des Innern zeigen keine Stagnierung antisemitischer Gewalttaten. Im Gegenteil, das Jahr 2019 erreichte mit über 2000 Delikten den höchsten Wert seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen vor etwa 20 Jahren. Antisemitismus ist nicht nur eine besorgniserregende Entwicklung. Es ist eine Warnung, dessen Aktualität angesichts der deutschen Geschichte beunruhigen sollte.
Der Zweite Weltkrieg führte in Rottweil wie auch in anderen Städten zu einer Umstellung auf die Kriegswirtschaft. Peter Uhren fertigte Zünder für die Luftwaffe und in dem Gewerbegebiet im Neckartal wurde die Pulverproduktion sowie die Kunstseiteherstellung für die Fallschirmherstellung massiv hochgefahren. Um absolute Geheimhaltung zu gewährleisten und gegnerische Abhörversuche zu unterbinden, wurde eine Nachrichtensperre über die Vorgänge im Gebiet verhängt. Auch der Effizienzdruck hatte seinen Preis. Um bei der Pulverproduktion mit geringem Aufwand und knappen Rohstoffen eine möglichst hohe Produktion zu erreichen, war das Pulver nicht graffitiert worden, wodurch es sich beim Einfüllen in Silos selbst entzündete und eine gewaltige Explosion im Januar 1942 im südöstlichen Teil der Pulverfabrik verursachte. 17 Menschen kamen bei dem Ereignis zu Tode. Diesen Vorfall konnte selbst die Nachrichtensperre nicht verheimlichen, auch weil außerhalb des Talkessels Schäden entstanden waren. Ein langer Trauerzug auf der Hochbrückter Straße wurde für die Opfer des Unglücks veranstaltet. Als weitere Bemühung der Nationalsozialisten ist zuletzt 1944 die Schieferölfabrik Wüste 10 im Eckerwald zu nennen. Um in den letzten verzweifelten Kriegsmonaten noch Treibstoff zu gewinnen, mussten täglich etwa 500 Häftlinge aus dem KZ Schörzing unter mörderischen Bedingungen die Schieferölwerke zunächst aufbauen, um dann darin zu arbeiten. Die Häftlinge litten unter Hunger, Kälte, Seuchen und unter dem brutalen Terror der SS-Bewacher. An die Opfer des sogenannten Unternehmens Wüste erinnern heute noch die Ruinen der Produktionsstätte und eine Bronzestatue eines gefesselten Häftlings. Für die längste Zeit des Krieges blieb Rottweil von Kampfhandlungen verschont. Diese Situation änderte sich im Oktober und Dezember 1944, als der Rottweiler Bahnhof bombardiert wurde. Verwundete und Sachschäden an mehreren Lokomotiven waren die Folge. Weitere Luftangriffe folgen im Jahr 1945, als erneut das Bahnhofsgelände und mehrere Bahnlinien angegriffen werden. Am 16. Februar wird das Hofgut Neckarburg beschädigt und am 25. Februar wird in der Innenstadt das Spital sowie das Gasthaus Adler getroffen und zerstört. Zwei Wochen später sterben bei der Bombardierung der Saline 13 Personen, am Tag darauf 4 weitere. Das Bombardieren vom Spital, das ist ja am Nachmittag erfolgt. Französische Flugschüler, das habe ich natürlich nicht gewusst, aber wie die Bombe abgeschmissen haben aufs Spital, das hat man gesehen vom Hinterprediger aus. Das habe ich auch mitgekriegt und da hat natürlich meine Mutter noch gesagt, oh, das ist ganz schlimm, wenn die noch wieder ein Haus trifft und so weiter. Hat mich aber nicht beeindruckt, weil habe ich gedacht, ja, Stuttgart, da war das viel schlimmer. Da ist es so gewesen, wo wir aus dem Bombenkeller gekommen sind, da ist das Haus weg gewesen. So in der Richtung ist es gegangen. Schon Mitte Februar werden die Rottweiler Schulen geschlossen und in der Dietrich-Eggert-Oberschule ein Lazarett eingerichtet. Immer mehr rückt die Zivilbevölkerung ins Visier der Alliierten, wie am 16. April, als 16 Jagdbomber Personen außerhalb der Bombenkeller mit Splitterbomben überraschten. Ein 13-Jähriger kommt dabei ums Leben. Aber nicht nur die Angriffe machten den Rottweilern das Leben schwer. Man hat natürlich die Fliegerangriffe hat man mitbekommen, aber nur indem man hörte, dass etwas passiert war und dass die Flugzeuge über die Stadt weggeflogen sind. Und sonst hat man eben die Beschränkungen hat ja auf Karten einkaufen müssen. Man hat vieles nicht mehr bekommen. Man hat Schwierigkeiten gehabt auf der Straße etwa. Man hat mir mein Fahrrad weggenommen, wenn man das für Kriegszwecke brauchte. Ja. Also man hat schon gelitten unter dem Regime. Insgesamt waren über Rottweil rund 350 Bomben abgeworfen worden. 22 Menschen kamen dabei ums Leben, 72 wurden verletzt. Hitlers Wille des Kampfes bis zum letzten Mann schlug damit auch auf Rottweil zurück.
Am 20. April 1945, Adolf Hitlers Geburtstag, marschierte die französische Panzer- und motorisierte Schützendivision in Rottweil ein. In letzter Minute entschied die Partei, Rottweil nicht zu verteidigen. Eine Entscheidung, welche angesichts der Stärke der französischen Truppen die absolute Zerstörung Rottweils bedeutet hätte. Gegen Nachmittag des gleichen Tages versuchten Flakhelfer im Alter von 16 bis 17 Jahren mit einem Lastwagen von der Flakstellung auf der Stettener Höhe durch die Stadt zu fliehen. Dabei wurden sie in der Schramberger Straße von einem Panzer entdeckt und unter Feuer genommen. 8 Jungen kamen dabei ums Leben. Unterdessen wurden in der NSDAP-Kreisleitung in der Villa Duttenhofer hastig Akten verbrannt. Die Sprengung sämtlicher Brücken über den Neckar wurde angeordnet. Und am 20. April nachmittags, Dortmund gewiss, jetzt marschieren die ein, die Franzosen, und da ist man im Keller, im Eckkeller gewesen. Und ich war ein naseweiser Kerl und bin aufs Eckbänkle gestanden und habe zum Kellerfenster rausgeguckt. Das war so ein kleines Klappfenster. Und dann habe ich da die französische Panzer einfahren sehen. Und das war noch meine zweite Erkenntnis. Ja, die haben ja Panzer. Mhm. Und die sehen jetzt anders aus wie der andere Soldat, den wir kennen. Am nächsten Tag wurden am Rathaus und an anderen Gebäuden die Fahnen der Alliierten gehisst und im Gasthaus Kreuz der Sitz der französischen Militärpolizei eingerichtet. Das Nazi-Regime war aus Rottweil vertrieben. In den folgenden Tagen brach das Dritte Reich auch im Rest von Deutschland völlig. Das traf auch den ehemaligen Wirt des Nazi-Stammlokals, dem Pflug, der in Jahren zuvor eine steile Karriere in der SS hingelegt hatte. Häusler, der bereits 1931 Führer des Rottweiler SA-Sturms geworden war, wird 1940 zum Oberscharführer der SS befördert und ein paar Tage später in die Waffen-SS, die Eliteeinheit der SS, übernommen. Ein Jahr später wird der Anführer der Rottweiler Judenpogrome zum Untersturmführer ernannt und ins Wachbataillon des KZ Sachsenhausens verlegt. Dort führt er die Hundestaffel, wird zum Obersturmführer und erhält schließlich im Sommer 1944 sein eigenes Lager, das KZ Bad bei Stralsund. Hier leben und arbeiten unter grauenvollsten Bedingungen etwa 5500 Häftlinge. Die Todesrate ist im KZ Bad besonders hoch, da Häusler seinem SS-Personal freie Hand in der Behandlung der Inhaftierten gewährt. Heftige Gewaltexzesse sind die Folge. Im rund zweijährigen Bestehen des KZs kommen dort rund 500 Menschen ums Leben, davon 380 allein unter der Leitung Paul Häuslers. 9 Tage vor Kriegsende wird das Lager aufgelöst. Die Häftlinge werden in einem Todesmarsch in Richtung Rostock getrieben. Häusler selber verlässt das Lager mit dem Auto und gilt seitdem als vermisst. Unter den Häftlingen verbreitet sich schnell die Vermutung, Häusler habe sich während der Evakuierung das Leben genommen. 1946 werden aufgrund seiner Beteiligung an den Rottweiler Judenpogrom Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Sein und das Vermögen seiner Familie wird eingefroren. Die Ermittlungen werden schnell eingestellt, da Häusler nicht aufzufinden ist. Schließlich entscheidet 1950 die Spruchkammer des Staatskommissariats für politische Säuberung über sein Vermögen. Dieser scheint jedoch seine Lagerleitung in Bad sowie sein frühes Engagement für die Partei und die SA nicht bekannt gewesen zu sein. Auf Zuspruch des SPD-Ortsverbandes und eines Gemeinderatsabgeordneten, die ihm einwandfreies Verhalten attestieren, gibt die Spruchkammer Häuslers Vermögen frei. Häusler sei weder Hauptschuldiger noch Belasteter. Seine Entnazifizierung müsse nach seinem Auftauchen aber noch vervollständigt werden. Gefunden wird er nie. 1966 erklärt ihn das Amtsgericht Rottweil für tot. Seine Ehefrau, die Pflugwirtin Sophie Häusler, wurde für ihr Engagement für die Partei mit einer Geldbuße von nur 30 D-Mark belegt. Wenige Jahre später war der Pflug unter ihrer Leitung zum Stammlokal der neu gegründeten NPD und des Stacheldrahts, einer rechtsradikalen Gruppierung ehemaliger NSDAP-Mitglieder, geworden. Der Fall Paul und Sophie Häusler stellt ein eindrucksvolles Beispiel für die häufig ineffektive und in weiten Teilen unzureichende Entnazifizierung in den Westzonen dar. Heute scheint unsere Vergangenheit weit entfernt, nicht greifbar, so grausam, als dass sie beinahe unmöglich erscheint.
Und doch ist es unsere Vergangenheit. Unsere Vergangenheit, die sich nicht nur in München, Nürnberg und Berlin abspielte, sondern auch hier, in Rottweil. Menschen sind aufgrund des Regimes vertrieben, verfolgt und ermordet worden. Auch bei uns. Wir dürfen nicht aufhören, daran zu erinnern. An den Nationalsozialismus vor Ort.